Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde D-Scan. Auf dem Weg zu unserer nächsten Mission. Wir sollen Iron Mike und... Wie ist der andere Typ? Die sollen wir jedenfalls treffen, die beiden. Und mal schauen, dass wir jetzt uns überlegen, wie wir den Freakern Herr werden können. Ich habe ja die Idee, mit Dynamit eine Höhle zu sprengen. Mal gucken, ob es da weitergeht. Okay, am besten hier, genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans. Auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch... Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind, der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen. Überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir... Wir gehen die Unterlagen durch, die aus Shermans Camp. Mhm. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja, aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das habe ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff, Keine ich Scheiß, eure Leute du. Und... Was zum Teufel? Du vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal. Wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT? Ruhig dich jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihm nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide, denkt dran, wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Morgen früh steigen wir auf die Bikes. Wir fahren jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel, da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt und jetzt bist du ein Freak-Experte, ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen sind. Okay, ja? Komm schon, okay. Das reicht! Okay. Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job. Erzähl das Torres und Evans. Eine sehr angespannte Situation. Dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat oder sowas. Scheiße, Mike. Für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Scheiß Kerl. Gut, wir gehen erstmal zu unserem Bike. Wir haben keinerlei Schrott. Das ist erstmal eine ganz schlechte Voraussetzung. Ja, da müssen wir schauen. Ob wir unterwegs was aufsammeln können. Wer hat das Bike denn hier runtergerollt? Ich bin doch damit hochgefahren. Gut, und dann würde ich sagen, geht's los, oder? Wir fahren zusammen wo dahin. Wo fahren wir hin? Weil ich davon ausgehe, dass es hier auch einen Dialog zu belauschen gibt. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Skizzo und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromwandler reparieren. Ruft die heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück, dann reden wir. Gegen Ende. Gut, ihr habt's gesehen. Kleiner Ausrutscher an der Brücke. Und Skizzo meint es offensichtlich ernst, dass er hier so weit von weg fährt. Aber das soll uns nie weiter stören. Wir fahren einfach unser Tempo. Ach, er steht da ja du schon. Du wolltest auf mich warten. Ich wurde abgelenkt. Oh, wir sind schon da offensichtlich. Die gehörten also Mikes Männern? Meinen Männern. Ja. Torres und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch.
Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Nur viel mehr. Komm. Wir werden doch jetzt nicht hoffentlich noch Horde begegnen. Mike sagt, der Sprengstoff ist in Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssten Ersatzschlüssel für die Kisten sein. Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns endlich mal einig. Okay, die tun uns erstmal offensichtlich nichts. Mal schauen, ob es irgendwas noch gibt. Hey, hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach hoch. Bereit? Ne, noch nie bereit. Ich muss erst mal gucken, ob ich hier irgendwo Schrott absahen kann. Kann ich nicht, verdammt. Na dann. Ja. Hoch mit dir! Bisschen Nest drin. Ja, wie komme ich jetzt aufs Dach? Komm nur nach unten. Ach, wir haben übrigens eine Lampe. Wie passend. Oh, schön, hier gibt's was zu holen. Eine Dose. Na toll. Gut, wie komme ich aufs Dach? Hat man die Frage schon gestellt. Die Tür ist verschlossen, das tut nichts zur Sache. Also, nach oben. Ah. Hm. Ich komme da nie hoch, ne? Stell ich mich gerade so dusselig an. Das ist ja ungünstig. Wie soll ich das erledigen, wenn ich hier unten bin? Oh, naja. Das war nichts. Na, also. Und wie komme ich jetzt dort wieder hoch? Komm, schick mich nochmal hoch. Das waren wohl alle. Bist du okay? Ja, danke der Nachfrage. Was? Find einen Weg ins Büro, da war ich doch gerade. Oder nicht? Dafür die Schlüssel. Skizzo! Die Luft ist rein. Gut, gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch, aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln. Nee, nie hinhocken. Da sind Fackeln. Skizzo, ich hab Fackeln gefunden. Ja, yeah, versuch die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie. Hier geht's. Was für ein Angsthase. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, Herr. Hey, 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 ich hab ne Idee. Du führst uns zu den Stahlkisten, ich schließe sie auf. Oder gibt's da ein Problem? Kein Problem. Aber verlier sie nicht. Hm. Ja, okay. Das werde ich mir merken. Ich hab sie. Dann mal los. Bin direkt hinter dir.
Munition, sogar eine ganze Menge, das ist schön. Und jetzt sollen wir in die Mine gehen. Und Blick nach rechts und links. Siehst und dann du, durch einen Einsturz blockiert, wie ich gesagt habe. Sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Hilf mir mal. Hier, drück! Ich drücke! Klemm das unter den Stein da. Okay. So. Sieht das stabil aus? Stabil genug. Warum habe ich das Gefühl, dass uns Gizzo und denkt, lass die Knarre stecken. Sagtest du nicht, es wäre alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst, wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Ich hab's jetzt gehört. Scheiße. Braucht man immer. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir die Pilze mit. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Bin direkt hinter dir. Ach, Scheiße. Da kommen wir nicht durch. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Hier hinten. Da, wo der Hinscher dran steht? Hier? Ja. Ja, sie haben ihn wohl verrammelt. Oh, das sieht nicht gerade stabil aus. Ich dachte, das sagte ich bereits. Ich hab nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Und was würde ich jetzt hier machen? Ach, jetzt ist das Eder. Vielleicht gibt's einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. Tja, warum haben wir kein Dynamit? Und sollen wir jetzt da reingehen oder was? Na, dann machen wir's halt. Hat gerne gesagt, dass wir nicht reingehen sollen, also. Frohen Mutes. Bist du okay? Zum Glück nichts gebrochen. Gott. Oh, Scheiße, das war knapp. Ja. Dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm. Hier lang. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich lege Fackeln ab. Warum? Du hast doch die Karte. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Jetzt links. Okay. Komm her. Was? Sind das deine Leute? Ja. Taurus hat immer dieselbe Scheißweste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war's wohl egal. Seinem Kumpel fehlt ein Arm, verblutet und hat Taurus eine Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's eine Grenze bei mir. Ja, bei mir auch. Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwinden wir von hier. Ja.
mich genau umschauen. Na gut, das nehmen wir nochmal mit. Was haben wir hier? Weiter geht's. So richtig scheint der Deacon auch nicht dran zu glauben, dass das hier Krieger gewesen sind. Waren es auch definitiv nie. Da hinten gibt es allerdings nichts zu holen, das heißt, wir können dem erstmal hinterherlaufen. Na los, hier können wir uns durchzwängen. Ich folge dir. Das ist ganz schön eng. Geht es? Wer sitzt denn den ganzen Tag nur auf seinem Arsch rum, hä? Oh, sehr witzig. Komm. Okay, der erste Erweiterungsbereich muss hier um die Ecke sein. Wenn du die Karte richtig liest. Ich lese sie richtig. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja, hier. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch, das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Sehen wir uns die andere an. Hier lang. Gehen wir zurück und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. Gut. Weiter geht's. Wir können nicht schneller laufen, das ist alles sehr gemütlich. Das müssen wir jetzt einfach mal hinnehmen, dass das seine Zeit dauert. Schizo, halt. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Was? Was meinst du? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, die Fackeln sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Du scheinst durchzugehen, vielleicht auch nicht. Aber stimmt schon. Sieht anders aus als vorhin. Moment, warte mal kurz, verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die? Oh, da will uns jemand verscheißern. Los, hier lang. Halt, halt, warte mal eine Sekunde. Wer zum Teufel ist hier? Komm raus! Zeig dich! Schizo, nimm das Ding runter. Was erzählst du da? Wenn das Ding losgeht, ein einziger Schuss, einer, dann stürzen sich sofort alle Freaks in diesen Scheißtunneln auf uns. Du hast doch gesagt, die Tunnel wären um diese Zeit sicher. Was ist? So treffe ich nicht! Verdammt! Verdammt, er hat die Schlüssel! Scheiße! Mhm. Wo willst du hin? Er hat die Schlüssel, wir müssen ihn fangen. Warte, komm zurück. Verdammt, Schizo, er entkommt. Verdammt, du kleiner Scheißer, komm zurück. Komm schon, du Scheißer, gib mir die Schlüssel zurück. Wo bist du hin? Mm-hmm.
Was scheint da zu passieren? Gut, müssen wir den Weg zurückfinden. Weiß mal jemand, wo wir hergekommen sind? Verdammt, Skizzo! Die ganze Mine auf uns. Skizzo, nicht schießen! Was? Skizzo! Verdammt, Skizzo, du hältst die ganze Mine auf uns. Verdammt! Okay, okay. Ach, hallo. Was zum Teufel redest du denn da? So, jetzt ist unser Nahkampfwaffe fast im Eimer. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sagte doch, was passiert, wenn du hier rumballerst. Was soll ich denn tun? Steine werfen? Was du tun sollst, du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören. Nimm das. Wie du meinst. Gern geschehen. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Wärst du nicht weggelaufen, wäre das nicht nötig gewesen. Bringen wir den Scheiß jetzt zu Ende. Ja. Ich bin bereit. Hier entlang. Na, das wird wohl keine Freundschaft mehr zwischen den beiden werden. Also, der Arm von dem Typen. Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Das waren Ripper, oder? Willst du was Bestimmtes, Skizzo? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels. Sagt dir das was? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Skizzo. Wenn Carlos Busa will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Liegen auch sicherheitshalber überall Nahkampfwaffen rum. Also wäre das auch eine Option gewesen. Ich habe jetzt trotzdem den Schrott, den ich vor uns gefunden habe, dazu benutzt, die zu reparieren. Mal sehen, ob wir jetzt hier heil rauskommen oder ob uns noch eine kleine Überraschung erwartet. Was habt ihr gemacht? Das muss lang vor dem Vertragsbruch passiert sein. Lang bevor ich... Weißt du, ich weiß es nicht und es ist mir auch scheißegal. Habe ich Ripper getötet? Na klar, habe ich Ripper getötet. Und nach allem, was sie Busa angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin um. Ja, und Carlos ist der Verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was habe ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja, ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf. So. Jetzt geht's endlich weiter. Haben sie ausgelabert. Bingo. Lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Der Scheiß ist schwer. Was erzählst du denn da? Du kennst den Alten. So wie ich. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erstmal absichert. Das Problem... Denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Copeland angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Ripper kommen. Und Iron Mike, er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Skizzo, das weißt du nicht. Ach ja? Komm schon. Oh Mann, das
sein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Schon die zweite heute. Warte mal. Okay, aufteilen. Wir umzingeln sie. Okay, pass auf dich auf. Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Na los, Mann, wir sind harmlos. Das ist alles nur ein Missverständnis. Wir möchten, dass du dich uns anschließt. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Wie klingt das? Aha, zeig's ihnen! Rennt bloß und... Oh, ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Du wolltest reden. Genau, mach sie fertig. Komm schon. Zehn schon. Pass auf. Ich mach das. Komm raus, Arschloch. Warum rührst du dich nicht? Einer noch. Er schießt die Schweine. Ich glaube, das waren alle. Ja. Na los, wir müssen das Dynamit holen. Ja, aber erstmal plünder ich die Plünderer. Weil ich schon gerne die Munition mitnehmen möchte. Und gucken möchte, was sie sonst noch haben. Es war wohl nicht so leicht, wie sie gehofft hatten. Weißt du, das nehmen wir auch mit. Und dann gucke ich mal, ob wir uns noch Verbände herstellen müssen. Brauchen wir nicht. Ich muss dir was sagen. Als du mit Boozer ins Camp kamst und Iron Mike euch empfing, mit offenen Armen, war für mich klar, dass der Alte langsam senil wird und weich. Okay, was willst du sagen, Skizzo? Weißt du, wir beide sind auf Augenhöhe. Das weiß ich jetzt. Du weißt wie ich, wenn Iron Mike nicht langsam aufwacht, ist das Camp bald geliefert. Okay, und was willst du damit sagen? Hey, ich gehe dir zwar immer schön auf den Sack, ist mir klar, aber viele Leute wissen, was du getan hast. Für deinen Freund. Und natürlich auch für das Camp. Die Dinge ändern sich, Mann. Wenn Iron Mike demnächst in Rente geht, sollten wir beide, wir sollten das Camp zusammenleiten. Du und ich. Das Camp leiten. Darüber wolltest du mit mir sprechen. Hey, hör mir zu, verdammt. Hör mir mal kurz zu. Also, ich habe viele Freunde im Rat des Camps. Sie sind dabei. Und die meisten sagen, der Alte muss gehen. Ja, das ist Bullshit. Ricky würde dem nie zustimmen. Ja, sie ist so weich wie der Alte. Und Mike vertraut dir, verdammt. Tja, das ist sein Fehler. Einer von vielen. Meiner wird es nicht sein. Hey, wir tun alles, um zu überleben, Skizzo. Das weiß ich. Aber weißt du noch, was ich über Grenzen gesagt habe? Und einen Freund zu verraten, ist eine davon. Lieber den Alten, als das ganze Camp. Denk mal drüber nach. Ja, eine kleine Meuterei steht an. Aber die scheint nicht begeistert zu sein, mitmachen zu wollen. Skizzo bringt das Dynamit heim. Und was machen wir? Das haben wir abgeschlossen. Und wir haben die nächste Vertrauensstufe. Nein, noch nicht ganz. Uns fehlen noch knapp 200. Gut, wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch als plötzlich an einer ganz anderen Stelle. Ja, Skizzo, ich denk drüber nach. Scheiße, warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch überhaupt und macht ihn dann auch noch zum Sicherheitschef? Oder? Das ist immer dort, wo wir... Stimmt, das war das Haus. Sah jetzt gerade komplett anders aus. Wegen St. John an Iron Mike. Dick, du und Skizzo, habt ihr ihn, den Sprengstoff? Ja, Mike, wir haben ihn. Skizzo ist mit dem ganzen Zeug auf dem Rückweg. Hör zu, Mike, ich muss dir was sagen. Das ist gut. Klasse.
Aber er nützt uns nichts, bis wir eine Sprengschnur haben, das weißt du. Ich gehe unsere Unterlagen durch. Mike, hör mir zu. Skizzo, Hey, je, was denn? Wolltet ihr euch wieder gegenseitig abknallen? Nein, Mike, aber er will das Camp leiten, Mike. Das hat er gesagt. Oh Mann, das weiß ich doch. Das hab ich dir doch schon erzählt. Skizzo glaubt, ich sei Pazifist und führe uns in den Tod. Ich weiß, was er so redet. Mike. Dick, wie gesagt, Skizzo hat so seine Probleme, aber... Das geht uns doch auch so. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Mike, Ende. Scheiße, okay. Mach, geh deinen Weg, Alan Mike. Wie immer. Gut, ich schau noch mal, der Polizeiwagen hat offensichtlich... Loser, bist du da? Ja, Dick. Munition auf Punkt. Muss der stundenlange Eimer voll Scheiße schleppen. Oh, Scheiße. Gottverdammt, Skizzo. Wem mach ich was vor? Mir fehlt es wirklich, da draußen zu sein. Was treibst du da? Jagst du Neurotypen hinterher? Verfolgst ihren Heli? Ja. Und? Schon rausgefunden, was mit Sarah passiert ist? Nein, noch nicht. Wie lange willst du dich von ihnen hinhalten lassen? Ist er nicht. Er kümmert sich drum. Das dauert halt. Setz nicht zu viel Hoffnung auf ihn. Mehr sage ich nicht dazu. Ende. Jo, läuft gerade irgendwie nicht so richtig für Deacon. Aber auf der anderen Seite wird das schon irgendwie weitergehen. Unsere nächste Aufgabe ist hier... hinzufahren, er säuft sich tot, was auch immer damit gemeint ist, in der Nähe von dem Camp. Da fahren wir als nächstes hin, machen wir heute aber nicht mehr. Da geht es morgen weiter, beziehungsweise hier, mal schauen, vielleicht fahr ich schon mal dahin und dann treffen wir uns dort. Für heute verabschiede ich mich. Ich hörst du mich? Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich habe was für dich. Oh, Boosman, ja, mehr Scheiß ist immer gut. Danke, Bruder. Ja, dicken Ende. Ja, immer wieder eine neue Unterbrechung, eine neue Info, ein neuer Dialog. Also, trotzdem nochmal, für heute ist Schluss. Ich verabschiede mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.